Computergenie, talentierter Softwareentwickler, gerissener Geschäftsmann, wohltätiger Philanthrop, Experte für globale Gesundheit. Es besteht kein Zweifel daran, dass Bill Gates auf seiner bemerkenswerten Reise von seinem frühen Leben als privilegierter Sohn eines Machtpärchens aus der Gegend von Seattle bis zu seinem heutigen Status als einer der reichsten und einflussreichsten Menschen auf der Erde viele Hüte getragen hat. Doch wie wir bei unserer Untersuchung des Aufstiegs von Gates als nicht gewählter globaler Gesundheitszar und Befürworter der Bevölkerungskontrolle gesehen haben, ist die Frage, wer Bill Gates wirklich ist, keine rein philosophische Frage. Angesichts der Tatsache, dass wir gegenwärtig eine von Bill Gates vorhergesagte Krise durchleben, die eine Reaktion der globalen Gesundheitsorganisation auslöst, die von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird und uns zu einer Impf- und biometrischen ID-Lösung treibt, an der Bill Gates seit Jahren arbeitet, wird die Antwort auf die Frage, wer ist Bill Gates, schnell zu einer der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Diese Antwort wird uns nicht nur etwas über die Welt sagen, in der wir leben, sondern auch über die Welt, in die wir gedrängt werden und wie wir sie vermeiden können. Heute werden wir versuchen, diese Frage zu beantworten, indem wir die Motive, die Ideologie und die Verbindungen dieses Mannes untersuchen, der die Welt vor und nach dem Coronavirus so entscheidend mitgestaltet hat. Treffen mit Bill Gates. Sie sehen und hören den Corbett-Bericht von James Corbett, übersetzt und gesprochen von Knopfloch. Wer also ist Bill Gates? Einige argumentieren, er sei ein Genie, das seine natürliche Computerkenntnis zu einem Milliardenvermögen verholfen habe. You're called a genius, and I will... Well, no, I don't think that embarrassed you at all. They call you a genius. Part of your genius is that you are a computer whiz. And the other is that you did have the business acumen to turn it into a working company. Are you a business genius too? Well, I wouldn't say genius. Andere bestehen darauf, dass er ein Visionär ist, der mit seiner Weitsicht und seiner kühnen Vorstellungskraft unser Leben verändert hat. Bill had a vision, and I understand it went back even then, that computing would be ubiquitous. It would be part of all of our lives. And indeed, as you all know, he executed on that vision, and the world today has changed so dramatically, in large part due to the work that Bill has done throughout the years. Er wurde als ein kluger Manager gefeiert, der das Microsoft-Imperium mit seinem bemerkenswerten Talent für Geschäfte aufgebaut hat. When the biographers and historians write the history of the 20th century, Bill Gates is going to go down as the best businessman of our century, and Microsoft is one of the greatest companies of the 20th century. Und er wurde als Philanthrop gepriesen, der sein Reichtum selbstlos dafür einsetzt, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Bill, even your harshest critic would have to admit that your philanthropy work is, you know, planet-shaking, incredible, and could be, if you make it, a second act so amazing that it would dwarf what you've actually done at Microsoft. Aber wie jeder seinen Status hatte seine Kritiker. In den 1990er Jahren wurde er oft als der gierige Kopf des bösen Microsoft-Monopols dargestellt. Bill Gates isn't content with his Windows system running just a few PCs. He wants it to run the world, spreading like a computer virus into our faxes, our phones, our TV sets, and yes, even our toasters. Aber im Zeitalter der Coronavirus-Krise wird er meist wie eine Art Epidemiologe oder führender Gesundheitsforscher behandelt. Back here with us once again to talk about this, as well as testing, treatments and more, Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. Bill, thanks so much for being back with us. It's been a little over a month since you were here, and at that time you said the U.S. had not hit its peak. So at this point, do you think we have peaked, and where do you think we are right now in kind of the arc of the pandemic? Aber in Wahrheit ist keine dieser Perspektiven zutreffend. Microsofts großer Durchbruch kam bekanntlich durch ein Abkommen zur Bereitstellung von Software für IBM, als das Unternehmen in den Markt für Personalcomputer einstieg. Aber das Geschäft war nicht das Ergebnis von Gates technischem Genie oder erstaunlichem Geschäftssinn. Wie IBM-Führungskräfte in den vergangenen Jahren stillschweigend zugegeben haben, erhielt Microsoft die Chance, mit Big Blue zusammenzuarbeiten, weil Gates Mutter eine Beziehung zu IBM-CEO John Oppel unterhielt. You remember your partnership of IBM and Bill Gates? How did it break up?
I do remember very well, actually. Bill Gates, at the time, at the beginning of our relationship with him, was living on pizza and Pepsi-Cola in Albuquerque, New Mexico. And his mother happened to be on the United Way board with our chairman and asked our chairman to help him. And, you know, when the chairman comes in and tells you to go help this kid, 900 people get on the plane Monday morning and they all go down to try to help Bill Gates. So I don't see Bill Gates as this great creative person. I see him as an opportunist. And in fact, in those days, there was a lot of sharing of software code. People gave it away. In Silicon Valley, they would share everything. He came in and he tried to control everything and put a price on it. Computerhistoriker wissen seit langem, dass die Grundlage für das, was MS-DOS wurde, nicht Bill Gates' brillante Vorstellungskraft war, sondern QDOS, ein Quick and Dirty Operating System, das von Tim Patterson, einem Mitarbeiter von Seattle Computer Products, als Platzhalter zusammengewürfelt wurde, bis er seinen Kunden ein ordentliches Betriebssystem verkaufen konnte. Und wie sogar Gates selbst zugab, wurde den Forschern des Xerox Palo Alto Research Center die bahnbrechende grafische Benutzeroberfläche, die zur Grundlage für Windows wurde, entrissen. As Bill would say after Apple unsuccessfully sued Microsoft for copyright infringement over Windows GUI, "Hey, Steve, just because you broke into Xerox's house before I did and took the TV, doesn't mean I can't go in later and take the stereo." Und, wie Gates auch zugibt, ist es nicht der Geist selbstloser Großzügigkeit, der sein Interesse an Impfstoffen und anderen lukrativen Gesundheitsmaßnahmen motiviert? I'd like to talk to you about your approach to vaccinations. You wrote something recently, and like you always do, you kind of looked at the problem from a scientific and business perspective on things. You've invested $10 billion in vaccinations over the last two decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? You know, we see a phenomenal track record. It's been $100 billion overall that the world's put in. Our foundation is a bit more than $10 billion. But we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else. Wie wir gesehen haben, hat sich das philanthropische Investitionsprogramm von Gates gut ausgezahlt, das ein Nettovermögen von 50 Milliarden Dollar nach einem Jahrzehnt des Altruismus auf dem Impfstoffmarkt auf über 100 Milliarden Dollar angewachsen ist. Wie Kritiker seiner Stiftung wiederholt betont haben, wäre den 9 Millionen Menschen, die jedes Jahr an Hunger sterben, am besten gedient, wenn die Versorgung mit Nahrungsmitteln, fließendem Wasser und anderen Grundbedürfnissen gesichert werde und nicht durch kostspielige medizinische Intervention für seltene Krankheiten. Aber diese Art von Wohltätigkeitsorganisation bringt keine Rendite. Nein, hier geht es nicht um Nächstenliebe, es geht um Kontrolle. Das Bevölkerungskontrollnetz, das Gates in den letzten 10 Jahren still und leise finanziert hat, ein biometrisches Identifizierungssystem, das an eine digitale Zahlungsinfrastruktur gebunden ist, mit deren Hilfe jede Bewegung, jede Transaktion und jede Interaktion eines jeden Bürgers verfolgt, katalogisiert und kontrolliert werden soll, kommt gerade erst in Sicht. Aber die eigentliche Frage ist, warum tut er das? Was treibt einen Mann wie Bill Gates, einen Mann, der über die wildesten Träume von Gates hinaus reich ist, dazu, seine Zeit und sein Vermögen in Pläne zur Kontrolle der Bevölkerung zu investieren? Um die Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir Gates familiären Hintergrund untersuchen. Bill Gates, so sollte es nicht überraschend sein, zu erfahren, wurde in Geld geboren. Sein Urgroßvater, J.W. Maxwell, war der Präsident der National City Bank in Seattle. Sein Großvater, Willard, war ebenfalls ein Banker und seine Großmutter, Adele, eine prominente Bürgermeisterin von Seattle. Die Mutter von Bill Gates, Mary Maxwell Gates, war eine Nachfahrin der Maxwell-Bankfamilie und nach allem, was man hört, genauso fahrtüchtig wie ihre Vorfahren. Sie war Direktorin mehrerer Unternehmen, darunter First Interstate Bank Corp und Cairo TV aus Seattle. Sie diente als Regentin an der Universität von Washington. Und sie wurde in den Vorstand des United Way of America berufen, wo sie, wie wir gesehen haben, IBM-CEO John Opel davon überzeugte, ihren Sohn bei seiner noch jungen Karriere in der Softwareentwicklung zu helfen. Bills Vater, William H. Gates Senior, war ein prominenter Anwalt aus der Gegend von Seattle. Er war Mitbegründer einer mächtigen Anwalts- und Lobbying-Firma, half Howard Schultz bei seinem Versuch, Starbucks zu kaufen, war in den Vorständen zahlreicher Unternehmen und Organisationen tätig und hatte nebenbei einen tiefgreifenden Einfluss auf das Leben und die Karriere seines Sohnes. My dad was
large presence, both physically and in terms of his wisdom. He worked very hard, so he'd leave in the mornings, often before we had breakfast, and get home in time for dinner. You know, I always looked up to my dad in terms of how hard he worked. At the dinner table, my dad would go through various lawsuits and expect us to follow along. He had high expectations. Der junge Bill Gates, technisch gesehen William H. Gates III., obwohl seine kartenspielende Familie ihn Trey taufte, lernte viel von seinen Eltern. Von der Bankiersfamilie seiner Mutter erbte er eine Nase für den Dollar, wie der Vater eines Jugendfreundes es nannte. Von seinem hart vorgehenden, juristisch denkenden Vater lernte er den Wert der Legalisierung von Geschäftsvereinbarungen. Als Kind ließ er sogar einen legalen Vertrag aufsetzen, der ihm die Benutzung des Baseballhandschuhs seiner älteren Schwestern gewährte. Diese Eigenschaften würden ihm nicht viele Freunde einbringen, aber sie dienten ihm gut, als er begann, Ordnung in die anarchische Softwareentwicklergemeinde der 1970er Jahre zu bringen. Zu dieser Zeit war Software für den brandneuen Personal Computer Markt das Reich der Computerbastler. Menschen, deren Begeisterung für die Mikrocomputerrevolution und die Liebe zur Technik und Problemlösung sie dazu brachte, Code zu entwickeln und frei miteinander zu teilen. Aber das war nicht gut genug für den jungen Bill Gates, der schon vor dem Start von Microsoft davon träumte, dieses Hobby zu kommerzialisieren und zur Grundlage eines Geschäftsimperiums zu machen. Im Jahr 1976, als die Tinte auf Microsofts ersten Vertrag mit Micro Instrumentation and Telemetry Systems aus Albuquerque, New Mexico noch feucht war, schrieb der damals 21-jährige Gates einen offenen Brief an die Hobbyisten, in dem er die früheren Computerenthusiasten, die seinen Hauptmarkt darstellten, für die gemeinsame Nutzung von Microsofts und Altair Basic kritisierte. Wie die Mehrheit der Hobbyisten wissen müsste, stellen die meisten von ihnen ihre Software. Hardware muss bezahlt werden, aber Software ist etwas zum Teilen. Wen kümmert es, ob die Leute, die daran gearbeitet haben, bezahlt werden? Ist das fair? Die an uns gezahlten Lizenzgebühren, das Handbuch, das Tonband und der Overhead machen es zu einem kostendeckenden Betrieb. Eine Sache, die sie tun, ist zu verhindern, dass gute Software geschrieben wird. Wer kann es sich leisten, professionelle Arbeit umsonst zu machen? Welcher Hobbybastler kann 3 Mannjahre in die Programmierung investieren, um alle Fehler zu finden, sein Produkt zu dokumentieren und kostenlos zu verteilen? Tatsache ist, dass niemand außer uns eine Menge Geld in Hobbysoftware investiert hat. Wir haben 6800 Basic geschrieben, wir haben 8080 APL und 6800 APL, aber es gibt sehr wenig Anreiz, diese Software für Hobbyisten verfügbar zu machen. Am direktesten ist das, was sie tun, Diebstahl. Der Brief war unbeholfen und stumpf, wie viele Leute den jungen Bill Gates in seinen sozialen Interaktionen beschrieben haben. Er überhäufte genau die Leute mit Vitriol, die in Zukunft die Kunden eines jeden Unternehmens sein würden, und versuchte, eine etablierte Kultur des Austausches von Softwarecode lediglich per Dekret zu verändern. Sogar Apple Computers, das später zu einem der Hauptlieferanten von Walled Garden Systemen werden sollte, die die Möglichkeit der Benutzer einschränken, ihre eigenen Computer zu steuern, errang einen leichten Marketing-Sieg, indem er auf Gates wütenden Brief mit der Mahnung antwortete: Ja Leute, Apple Basic ist frei. Aber der Fehdehandschuh wurde hingeworfen und Gates würde seinen Willen durchsetzen. Obwohl Freeware und andere Formen der Entwicklung von Open-Source-Software noch immer existieren, hat die Etablierung von Software-Code als rechtlich geschütztes geistiges Eigentum zum Aufstieg von Milliardären wie Gates geführt. Eine Nase für den Dollar und das Wissen, wie man das Rechtssystem nutzen kann, um zu bekommen, was man will, waren jedoch nicht die einzigen Dinge, die aus Bill Gates' Kindheit hervorgingen. Seine Eltern regten durch die Diskussion über die Wohltätigkeitsarbeit der Familie und die Anliegen, die ihnen am Herzen lagen, an. Wie Gates gegenüber Bill Moyers im Jahre 2003 offenbarte, gehörte zu diesen Ursachen die Bevölkerungsfrage, die ein lebenslanges Interesse an reproduktiver Gesundheit weckte. One issue that really grabbed me as urgent were issues related to population, reproductive health. But did you come to reproductive issues as an intellectual? When I was growing up, my parents were always involved in various volunteer things. My dad was head of Planned Parenthood. And it was very controversial to be involved with that. Gates gibt sich die Hand, wenn er bevölkerungsbezogene Fragen mit reproduktiver Gesundheit gleichsetzt. Das Thema ist besonders umstritten, weil Bevölkerungskontrolle und reproduktive Gesundheit seit einem halben Jahrhundert als Euphemismus für die Eugenik verwendet werden. Die diskreditierte Pseudowissenschaft, die davon ausgeht, dass bestimmte Familien aufgrund ihrer überlegenen Gene geeignet sind, die Führung der Gesellschaft zu übernehmen. Wie wir in der Dokumentation «Warum Big Oil die Welt eroberte» gesehen haben, war Eugenik ein Bereich, der von Francis Galton, dem Cousin
von Charles Darwin benannt und kodifiziert wurde. Die Eugeniker, die sich angeblich mit Vererbung und dem, was später als Genetik bezeichnet werden sollte, befassten, glaubten, dass die Reichen und Mächtigen nicht aufgrund von Glück oder Zufall oder Zufälligkeiten reich und mächtig waren und schon gar nicht durch den Einsatz von mörderischen Geschäftstaktiken und hinterhältigen Geschäften. Nein, die Reichen und Mächtigen hatten ihren Status erreicht, weil sie von besserer Herkunft waren. Umgekehrt waren die Armen wegen ihres defekten Keimplasmas arm. So offensichtlich es uns heute erscheint, dass diese Ideologie eine eigennützige Selbstrechtfertigung der herrschenden Klasse war, wurde sie schnell der große soziale Kreuzzug des frühen 20. Jahrhunderts. Von Teddy Roosevelt über H.G. Wells und Julian Huxley bis hin zu Winston Churchill gab es breite Unterstützung für die eugenische Vorstellung, dass die Gesellschaft danach streben müsse, sicherzustellen, dass die Reichen und Gutgeborenen so viel wie möglich und die Armen, Gebrechlichen und Schwachsinnigen daran gehindert werden, Kinder zu bekommen. Ein gängiges eugenisches Argument war, dass die knappen Ressourcen der Gesellschaft nicht zur Unterstützung der unteren Klassen verwendet werden sollten, da dies nur noch mehr von ihrer Art ermutigen würde. Stattdessen sollten lebensrettende medizinische Versorgung und Interventionen rationiert werden, damit diese Ressourcen am besten anderweitig eingesetzt werden können. Sogenannte negative Eugeniker gingen sogar noch weiter, indem einige, wie der berühmte Dramatiker George Bernard Shaw, forderten, Menschen vor einem staatlich ernannten Ausschuss zu rufen, um ihre Existenz zu rechtfertigen oder sie zu töten. But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. Not in any unkind or personal spirit, but it must be evident to all of you, you must all know half a dozen people at least, who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. And I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? Aber in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Eugenik in Verbindung mit den Nazi-Gräueltaten gebracht und daher wurde das Gerede von Todeszellen und anderen harten eugenischen Vorstellungen aus der öffentlichen Diskussion gestrichen. Nun wurde das Bestreben, die größte der armen Bevölkerung zu reduzieren, als Bevölkerungskontrolle und reproduktive Gesundheit bezeichnet. Dennoch werden diese alten negativen eugenischen Ideen gelegentlich in Momenten der Offenheit wieder aufgegriffen. You're raising tuitions at the University of California as rapidly as they can. And so the access that used to be available to the middle class or whatever is just rapidly going away. That's a trade-off society is making because of very, very high medical costs and a lack of willingness to say, you know, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs. But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. Es lohnt sich zu fragen, warum dieser Mann, der offen über Sterbegremien und die Kompromisse bei der Gesundheitsfürsorge von älteren Menschen nachdenkt, bei seinen Versuchen, das Bevölkerungswachstum in der dritten Welt zu verlangsamen oder eine Gesundheitskrise mit Coronaviren zu bewältigen, von der in erster Linie ältere Menschen betroffen sind, völlig für bare Münze genommen werden soll. Dass die Gates-Agenda von einer eugenischen Ideologie angetrieben wird, wird durch zahlreiche historische und aktuelle Beweise belegt. Wie wir auch in der Dokumentation «Warum Big Oil die Welt eroberte» gesehen haben, war die Rockefeller-Familie maßgeblich an der Finanzierung und Förderung der Eugenik beteiligt, sowohl in Amerika als auch in Übersee. Die Rockefellers halfen bei der Finanzierung des Eugenics Record Office. Der Gründungsdirektor des Rockefeller Institute for Medical Research, William Welch, saß im Vorstand der ERO und half bei der Leitung ihrer Aktivitäten. Die Rockefellers förderten die Studien der Eugenikforscher am Kaiser-Wilhelm-Institut in Deutschland, darunter Ernst Rüdin, der später das Zwangssterilisierungsgesetz für Nazi-Deutschland ausarbeiten sollte. Und als die American Eugenics Society sich ihres eigenen Namens schämte, übernahm ihr langjähriger Direktor Frederick Osborne lediglich den Vorsitz des von Rockefeller gegründeten Population Council. Diese Hingabe an die Sache der öffentlichen Gesundheit entging nicht dem zustimmenden Blick von Bill Gates Senior. In einem Kapitel seines 2009 erschienenen Buches «Showing Up for Life» mit dem Titel «Walking with Giants» schreibt er bewundernd über die Rockefellers und ihren Einfluss auf diesem Gebiet. In jede Ecke, in die wir auf dem Gebiet der globalen Gesundheit geschaut haben, haben wir festgestellt, dass die Rockefellers schon seit Jahren dabei waren.
Als wir uns für die Impfung von Kindern einsetzten, bauten wir auf den Bemühungen auf, die die Rockefeller Foundation in den 1980er Jahren initiiert und finanziert hatte. Als wir uns für die Bekämpfung von Malaria und Tuberkulose interessierten, erfuhren wir, dass die Rockefellers die Prävention und Behandlung solcher Krankheiten auf der ganzen Erde zum Teil schon seit 100 Jahren untersuchen. Eine ähnliche Dynamik galt auch im Fall von HIV/AIDS. Eine Lektion, die wir aus dem Studium unter Zusammenarbeit mit den Rockefellers gelernt haben, ist, dass man, um kühne Ziele zu erreichen, gleichgesinnte Partner braucht, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und wir haben gelernt, dass solche Ziele keine Preise sind, die von Kurzatmigen beansprucht werden. Die Rockefellers haben seit Generationen mit schwierigen Problemen zu kämpfen. Wie Gates Senior vorschlägt, können solche großen Errungenschaften auf dem Gebiet der globalen Gesundheit nur durch die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern erreicht werden. Für die Gates gehören zu diesen gleichgesinnten Partnern auch die Rockefeller selbst. Bill Gates Senior hatte im Jahr 2000 auf einem Treffen zum Thema Philanthropie in einem globalen Jahrhundert auf dem Campus der Rockefeller University Gelegenheit, mit David Rockefeller Senior und David Rockefeller Junior über globale Gesundheit, Landwirtschaft und Umwelt zu diskutieren. Und Bill Gates war, wie wir gesehen haben, 2009 gemeinsam mit David Rockefeller Gastgeber eines Treffens zur Reduzierung der Bevölkerung. Die schlüpfrigsten Hinweise auf eine tiefere Agenda finden sich jedoch nicht in den öffentlichen Vereinigungen der Gates, sondern in den Vereinigungen, die sie versucht haben, vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Jeffrey Epstein may be dead, but this story isn't. A shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein. After Gates' name came up in connection with Epstein and MIT Media Lab, Gates gave a statement to the Wall Street Journal where he insisted he did not have any business relationship or friendship with Epstein. But new reporting from the New York Times outlines numerous meetings between Gates and Epstein and a conversation with Bill and Melinda Gates' foundation, a connection between their foundation and J.P. Morgan to set up a charitable fund that would financially benefit Epstein. You know what I want to know? Why? Seit August des Jahres 2019 tauchte eine Reihe von Informationen auf, die Bill Gates mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung brachten. Aus den Flugprotokollen ging hervor, dass Gates mit dem Privatjet von Jeffrey Epstein geflogen war. Eine E-Mail tauchte auf, die den in Ungnade gefallenen MIT-Medienlaborleiter Joy Ito zeigte, der von seinem Posten zurücktrat, nachdem entdeckt worden war, dass er geholfen hatte, Jeffrey Epsteins Identität als anonymer Spender für das Labor zu vertuschen und seine Mitarbeiter darüber informierte, dass eine Spende von $2 Millionen an das Labor im Jahr 2014 ein Geschenk von Bill Gates unter der Leitung von Jeffrey Epstein war. Als die Geschichte an Schwung gewann, versuchte Gates, die Beziehung herunterzuspielen, wobei ein Gates-Sprecher protestierte, dass Gates nicht wusste, dass es Epsteins Flugzeug war und Gates selbst darauf bestand, dass ich keine Geschäftsbeziehung oder Freundschaft mit Epstein hatte. Dies wurde sofort von der New York Times widerlegt, die im Oktober 2012 berichtete, dass Gates sich tatsächlich mehrmals mit Epstein getroffen und sogar so weit gegangen war, die Einrichtung eines Multimilliarden-Dollar Wohltätigkeitsfonds mit Startkapital der Bill & Melinda Gates Foundation und J.P. Morgan Chase zu diskutieren. Der Times zufolge schickte Gates seinen Kollegen E-Mails über Epstein im Jahr 2011. Sein Lebensstil ist ganz anders und irgendwie faszinierend, obwohl es für mich nicht funktionieren würde. In Epsteins Testament wurde sogar Boris Nikolic, ein in Harvard ausgebildeter Immunologe, der als leitender wissenschaftlicher Berater sowohl für Microsoft als auch für die Bill & Melinda Gates Foundation tätig war und der auf dem einzigen öffentlich bekannten Foto des Treffens von Epstein und Gates 2011 in Epsteins Herrenhaus in Manhattan zu sehen ist, als Nachlassverwalter von Epsteins Nachlass bekannt. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Gates versuchen würde, sich von seiner Beziehung zu einem Kindersexhändler zu distanzieren. Schließlich wird Epstein verdächtigt, hochrangige Politiker, Geschäftsleute und sogar Könige in einem von Geheimdienst geleitete Honigtopf-Operation verführt zu haben, indem er sie bei sexuellem Missbrauch minderjähriger Mädchen aufnahm und diese Beweise zur Erpressung benutzte. Doch wie sich herausstellt, könnte der Versuch, die Gates-Epstein-Geschichte zu verdrängen, ein Versuch gewesen sein, die Enthüllung eines ganz anderen gemeinsamen Interesses zu unterdrücken. Sources say several accusers have come forward in New Mexico, where Epstein owns a sprawling ranch. According to a new report published in the New York Times, not verified by NBC News, Epstein wanted to use the ranch for controlled breeding, using his DNA to improve humanity. Citing two award-winning scientists and an advisor to large companies and wealthy individuals, the article reports Epstein surrounded himself with leading scientists and would tell them he wanted to have 20 women impregnated at a time on the ranch.
Die ohnehin kaum glaubwürdige Jeffrey-Epstein-Geschichte nahm im August 2019 eine weitere bizarre Wendung, als berichtet wurde, dass Epstein hoffte, mit seiner DNA die menschliche Rasse zu verbessern. Wie die New York Times erklärte, legte Epsteins Plan, auf seiner Ranch in New Mexico 20 Frauen auf einmal zu schwängen, um die menschliche Rasse mit seiner DNA zu verbessern, ein Plan, den er einer Reihe von wissenschaftlichen Koryphäen, mit denen er sich umgab, erzählte. Eine moderne Glosse auf eine sehr alte Idee. Mr. Epsteins Vision spiegelte seine langjährige Faszination für das wider, was als Transhumanismus bekannt geworden ist. Die Wissenschaft von der Verbesserung der menschlichen Bevölkerung durch Technologien wie Gentechnik und künstliche Intelligenz. Kritiker haben den Transhumanismus mit einer modernen Version der Eugenik verglichen, dem diskreditierten Gebiet der Verbesserung der menschlichen Rasse durch kontrollierte Züchtung. Epsteins Interesse an der Genetik veranlasste ihn zur Förderung einer Reihe von Wissenschaftlern, die auf diesem Gebiet tätig sind, darunter George Church, ein Harvard-Genetiker, dessen Labor von 2005 bis 2007 von Epsteins Stiftung für Spitzenwissenschaft gefördert wurde. Church entschuldigte sich öffentlich für seine Verbindung zu Epstein, zu der ab 2014 mehrere Treffen pro Jahr gehörten. Dies war weder das erste noch das letzte Mal, dass dieser unscheinbare Harvard-Biologe, dessen Spitzenwissenschaft sich oft in umstrittene Bereiche verirrt, einen öffentlichen Skandal verursachte. Im Jahr 2019 schlug Church eine Genetik-Dating-App vor, die sofort als angewandte Eugenik angeprangert wurde. Church fungierte auch als wissenschaftlicher Berater von Editas Medicine, einem Start-up-Unternehmen, das versucht, das Genom-Editiertool CRISPR-Cas9 zur Eliminierung von Krankheiten einzusetzen, indem es die für die Krankheit verantwortlichen Teile des genetischen Codes löscht. Im Jahr 2015 gab das Unternehmen bekannt, dass es $120 Millionen von einer Gruppe unter der Leitung von Epsteins genannten Nachlassverwalter Dr. Boris Nikolic eingeworben hatte. Zu dieser Gruppe von Investoren gehörte natürlich auch Bill Gates. Ja, Bill Gates folgt sicherlich dem Rat seines Vaters, mit gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten. Die Frage bleibt also offen, ist Bill Gates durch Eugenik motiviert? Angesichts der Tatsache, dass die Eugenik vor über einem halben Jahrhundert in den Untergrund ging, ist es unwahrscheinlich, dass wir jemals ein offenes Eingeständnis dieser Art von Gates selbst finden werden. Schließlich gibt es keine Mitglieder der American Eugenics Society mehr, die einen Ausweis bei sich tragen. Die Gesellschaft wurde in den 1970er Jahren umbenannt, als, wie der Gründer der Gesellschaft bemerkte, es offensichtlich wurde, dass Veränderungen eugenischer Natur aus anderen Gründen als der Eugenik vorgenommen werden müssten und dass das Anbringen eines eugenischen Etiketts an ihnen ihre Annahme eher behindern als fördern würde. Aber in den 1920er Jahren gab es eine amerikanische Gesellschaft für Eugenik, die sich zufällig eines William H. Gates auf ihrer Mitgliederliste rühmte. Aber vielleicht ist das nur ein Zufall. Und es gab eine amerikanische Eugenikgesellschaft in den 1960er Jahren, als William H. Gates II. Von Alan Guttmacher, der gleichzeitig als Direktor der amerikanischen Eugenikgesellschaft fungierte, als Leiter der Abteilung für geplante Elternschaft vorgestellt wurde. Und vielleicht war es Zufall, dass die Bill und Melinda Gates Foundation ihren Londoner Gipfel zur Familienplanung organisierte, auf dem sich die Gates erneut zur Finanzierung der Bevölkerungskontrolle in der Dritten Welt verpflichteten, und zwar im Juli 2012, am Jahrestag des ersten internationalen Eugenik-Kongresses, der genau 100 Jahre zuvor in London stattfand. Und vielleicht ist es weit hergeholt, die Datierungspräferenzen des jungen Bill Gates mit der genetisch bedingten Datierung zu vergleichen, die von modernen Eugenikern bevorzugt wird. I interviewed several women who had dated Bill just briefly, and one told me the very first question Bill asked her was, what did you score on your SAT test? You know, this is not exactly, you know, what a young woman wants to hear. For Bill Gates, though, he had scored a perfect 800 on his math portion of the SAT, and this was a matter of pride with him, and he wanted to make sure whoever he was dating, you know, had scored a pretty high grade. Nein, wir können nicht erwarten, dass eine Antwort über Bill Gates' wahre Motive von Gates selbst kommt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Frage nach den Absichten von Bill Gates unter dem kombinierten Gewicht von Hunderten von Millionen Dollar bezahlter PR-Maßnahmen begraben worden. Wie die Rockefellers vor ihnen haben die Gates längst das Geheimnis gelüftet, das Vermögen ihrer Familie, ganz zu schweigen von ihrer Kontrolle über die menschliche Bevölkerung, zu vergrößern, indem sie die Maske der Philanthropie aufsetzen. Es gibt viele Perspektiven auf Bill Gates. Je nachdem, wen Sie fragen, ist er ein Computergelehrter, ein genialer Geschäftsmann oder ein heiliger Philanthrop? Aber all diese Perspektiven wurden Ihnen durch PR-Agenturen vermittelt, die von der Bill und Melinda Gates Foundation gegründet oder finanziert wurden. Bill Gates ist nicht länger ein Thema für Historiker, sondern für Hagiographen.
Jetzt müssen wir uns der Frage stellen, warum dieser Mann motiviert ist, ein solches Netz der Kontrolle aufzubauen. Kontrolle über unsere Gesundheitsbehörden. And for all 193 member states, you must make vaccines a high priority in your health systems to ensure that all your children have access to existing vaccines now and to the new vaccines that have recently become available. Kontrolle über unsere Identitäten. And the lack of an ID system is a problem, not just for the payment system, but also for voting and health and education and taxation. And so it's a wonderful thing to go in and create a broad identification system. Kontrolle über unsere Transaktionen. Once financial flows go underground, where you have lots of legitimate transactions mixed in with the ones you want to track, and once they're going over a digital system that the U.S. has no connection to, it's far more difficult to find the transactions that you want to be aware of or that you want to block. Und sogar die Kontrolle über unsere Körper. But we're going to have this intermediate period of opening up, and it won't be normal until we get an amazing vaccine to the entire world. Wir müssen der Möglichkeit ins Auge sehen, dass dieses Streben nach Kontrolle nicht von einem selbstlosen Geist der Großzügigkeit herrührt, der nie zu existieren schien, bevor er zum Multimilliardär wurde, sondern von dem gleichen Streben nach Geld, dem gleichen Wunsch nach Herrschaft und dem gleichen Gefühl der Überlegenheit, das ihn auf seinem Weg nach oben auf der Karriereleiter motivierte. Aber wenn die Antwort auf die Frage, wer ist Bill Gates, lautet, Bill Gates ist ein Eugeniker, dann sagt uns das einige wichtige Dinge über die Welt, in der wir leben. Es sagt uns, dass Gates die Öffentlichkeit täuscht, um seine Machtübernahme in der Welt mit einer falschen Fassade der Philanthropie zu unterstützen. Es sagt uns, dass das Ziel der Gates, wie das Ziel der Rockefellers vor ihnen, nicht darin besteht, die Welt für die Menschheit zu verbessern, sondern die Welt für ihre Art zu verbessern. Und vor allem sagt es uns, dass Bill Gates kein Comic-Superschurke ist, der das ganze Chaos, das sich in der Welt abspielt, im Alleingang lenkt oder im Alleingang seine eigene Ordnung in dieses Chaos bringt. Nein, wenn Bill Gates ein Eugeniker ist, getrieben von dem Glauben an die Überlegenheit seiner selbst und seiner wohlhabenden elitären Mitmenschen, dann haben wir es nicht mit einem Mann oder gar einer Familie zu tun, sondern mit einer Ideologie. Dies ist kein trivialer Punkt. Ein Mann, wie reich er auch sein mag, kann leicht genug aufgehalten werden. Aber selbst wenn Bill Gates morgen ins Gefängnis käme, würde die bereits in Gang gesetzte Agenda weitergeführt werden, ohne etwas zu verändern. Es gibt eine ganze Infrastruktur von Forschern, Labors, Unternehmen, Regierungsstellen und öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, die in den meisten Fällen von Gates finanziert werden, aber von der Überzeugung all der Millionen von Menschen angetrieben wird, die für diese verschiedenen Einrichtungen arbeiten, dass sie wirklich im besten Interesse der Menschen arbeiten. Nein, eine Ideologie lässt sich nicht dadurch aufhalten, dass man einen Mann aufhält. Sie kann nur gestoppt werden, wenn genügend Menschen die Wahrheit über diese Agenda und die Welt der totalen, allgegenwärtigen Kontrolle erfahren, die sich gegenwärtig abzeichnet. Wenn Sie alle vier Teile dieser Untersuchung über Bill Gates gesehen haben, dann sind Sie jetzt einer der am besten informierten Menschen auf der Welt über die wahre Natur dieser Agenda. Sie haben gesehen, wie die Übernahme des öffentlichen Gesundheitswesens genutzt wurde, um die Welt in einen überstürzten Ansturm auf obligatorische Impfungen, biometrische Identifikation und digitale Zahlungen zu treiben. Sie haben gesehen, wie die Teile dieses Puzzles zusammenpassen und wie sie eine weitaus größere Bedrohung für die Zukunft der Menschheit darstellen als jeder Virus. Hier ist die gute Nachricht. Mit diesen Informationen bewaffnet haben Sie das Gegenmittel gegen die Geißel dieser eugenischen Ideologie. Die Wahrheit ist, dass Ideologien Viren des Geistes sind. Sie verbreiten sich von Mensch zu Mensch und infizieren sie mit Ideen, die zu einer Krankheit des politischen Körpers führen können. Aber hier ist die noch größere Wahrheit. Impfungen wirken, Impfungen der Wahrheit gegen die Lügen derer, die ihre giftige Ideologie verbreiten. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, obliegt es Ihnen, mitzuhelfen, die Menschen um Sie herum gegen die korrupte Ideologie von Bill Gates und all jene zu impfen, die versuchen, die Weltbevölkerung zu kontrollieren. Sie müssen helfen, diese Informationen zu verbreiten, damit andere die Chance haben, das größere Bild zu sehen und selbst zu entscheiden, ob sie bereit sind, etwas zu unternehmen und zu akzeptieren, was auf sie zukommt oder nicht. Aber die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Während wir hier sprechen, werden Massenimpfkampagnen vorbereitet.
We are already building our plans to vaccinate the whole city of Chicago and working with others across the region on a major plan for this. We've bought syringes. We've bought cold boxes. We've planned out locations. Biometrische Identifizierungssysteme und Immunitätspässe werden bereits eingeführt. And so while we started with travel, at our core, we're a biometric secure identity platform where it's always been about attaching your identity to your boarding pass, the airport, or your ticket to get into a sports stadium, or your credit card to buy a beer. And so now with the launch of Clear Health Pass, it's about attaching your identity to your COVID-related health insights for employers, for employees, for customers. Programme zum Aufspüren, Verfolgen und Überwachen der gesamten Bevölkerung befinden sich bereits im Beta-Test. Today we are launching another useful tool that can supplement the critical detective work we are conducting in public health. Alberta Trace Together is a voluntary, secure, mobile contact tracing application to help prevent the spread of COVID-19. Und die digitale Zahlungsinfrastruktur, das System der finanziellen Ausgrenzung, das es den Regierungen ermöglichen wird, unser Zugang zur Wirtschaft nach Belieben abzuschalten, wird gerade eingerichtet. In order to avoid the risk of transmission through physical handling of money, we encourage the use of cashless transactions, such as mobile money, M-Pesa and otherwise, and credit cards. People are using touchless payment systems much more than they're using cash, both because we're not interacting with people directly as much anymore, and also because cash is kind of skeezy. Wir müssen so viele Menschen wie möglich über die dunkle Natur dieser Bevölkerungskontrollagenda informieren, bevor uns die Fähigkeit, uns gegen diese Agenda auszusprechen, für immer genommen wird. Dank Leuten wie Bill Gates ist dieser Virus dieser Bevölkerungskontrollagenda bereits da. Er droht das System, wie wir es kennen, zum Absturz zu bringen. Aber wenn Bill Gates uns etwas gelehrt hat, like Word and Excel, dann ist es der Umgang mit einem Virus. Es ist Zeit für einen harten Neustart.